Unfassbar, aber was aussieht wie Matsch, ist in Wirklichkeit das reinste Naturwunder. Und das haben wir jetzt auch amtlich. Tja, mit der geplanten Schiffsparty, das wird ja dann wohl nichts. Wasser ist weg. Und die stolze Vega 2 rettungslos auf Grund gelaufen. Jetzt fehlt nur noch einer, der das den Fahrgästen erklärt. Aber die sind ganz entspannt, weil sie ja wissen, das Meer kommt wieder. Meist kurz nachdem der Kapitän an Bord gegangen ist. Da kommt er schon, der alte Seebär, war lange auf allen Weltmeeren zu Hause, um zu bemerken, dass es zu Hause doch am schönsten ist. Ja, und jetzt fehlt uns ungefähr noch gute 20 cm Wasser. Aber Sie sehen, so langsam füllt sich der Hafen. Es geht relativ schnell. Und Sie können das auch an einem guten Beispiel sehen, wenn Sie da drüben auf die Kaimauer gucken. Da sehen Sie noch die Spundwände. Und die sind in wenigen Minuten bedeckt. Und sobald die bedeckt sind, weiß ich, dass ich genug Wasser unterm Kiel habe. Und dann können wir losfahren. Viel mehr als die sprichwörtliche Handbreit Wasser ist es nicht unter dem Kiel. Aber weil die Vega 2 ein Flachbodenschiff ist, kann der Captain sie lässig ins offene Meer steuern. Der Flut entgegen, die jetzt mit voller Wucht dagegen drückt. Wir haben hier an der Küste einen Tidenhub von 3,60 Meter. Diese 3,60 Meter müssen in diesen 6 Stunden hier auflaufen. Deswegen in den ersten 2 Stunden läuft das Wasser im Durchschnitt mit 2 bis 2,5 Zentimeter pro Minute. Und deswegen haben wir hier auch auf der Weser extrem starke Strömungen. Also wenn da mal irgendwo was im Wasser treibt, Sie sehen es im ersten Moment und im nächsten Moment ist es weg. Dasselbe gilt auch für die Vega 2 auf ihrer Tour ins Wattenmeer vor der niedersächsischen Nordseeküste zwischen Jadebusen und Wesermündung. Dünn besiedelt, sturmumbraust. Deiche, Wiesen, Weideflächen. Es sieht aus wie das Zauberland aus der Frischkäsewerbung. Und mit lustigen Ortsnamen, wie aus dem Ohnsorg-Theater. Die Gegend heißt Butjadingen und der Hafen Feddawarder Siel. Und da liegen mit oder ohne Wasser 7 Krabbenkutter und ein Flachbodenschiff, wenn sie denn nicht gerade draußen im Einsatz sind. So ein herzliches Moin Moin an Bord. Dieter Niesen ist das Multitalent unter den Wattkapitänen. Nach Bremerhaven fährt er oder zu den Seehundbänken und für Kinder unter Piratenflagge. Man kann sich an Bord vermählen und auch bestatten lassen, aber dies ist die Wattenmeertour mit Netzfischfang. Was ist denn da zu erwarten? Ja, viel Sandgarnel, viele Krebse, Strandkrabben und kleine Schollen. Dann hoffen wir noch. Dann hoffen wir noch, dass wir mal eine Aalmutter da. Ja? Wie steht das Netz? Aha, eine Aalmutter, also. Wunderbar, alles klar. Die ist ein sogenannter Gebärfisch und bringt lebende Larven zur Welt. Weswegen sich die Frage nach dem Aalvater schnell erübrigt. So. Damit wäre mein meereskundliches Fachwissen jedenfalls um ein paar 100% gewachsen. Und darum geht's ja hier auch.
Burg, eine Herzmuschel, eine geschlossene. Die meisten Menschen haben überhaupt gar keine Vorstellung, was sie überhaupt hier in diesem Bad leben. Also erstmal sehen die immer, naja, das Wasser ist nicht klar, sondern sieht eigentlich immer ein bisschen schmuddelig aus. Es gehört aber mit zu den saubersten Gewässern der Welt. Es gibt so viele kleine und auch größere Lebewesen, die diese Sedimente brauchen, um einfach zu überleben. Das größte Biotop, was wir haben, ist ja der Regenwald. Und direkt nach dem Regenwald ist das Wattenmeer das zweitgrößte Biotop, was wir überhaupt auf der Welt haben. Treue Zuschauer dieser Sendereihe wissen, dass nun der Punkt erreicht wäre, an dem der Besuch in einem Museum angezeigt ist. Und richtig, denn da kann man lernen, dass viele Gefiederte und noch mehr Wirbellose das Watt bevölkern. Und zwar allein über 100 Gattungen von Borstenwürmern, also Bäumchen, Röhren, Kotpillen und Wattringelwurm, deren Unterschiede nur dem Feinschmecker geläufig sind. Im Museum am Hafen von Fedderwarder Siel erklärt Frau Speckels, wie Butjadingen überhaupt erfunden wurde und wie es richtig ausgesprochen wird. Butjading sagen wir, Butjadingen außerhalb der Jade. Die Landschaft, die durch das Entstehen des Jadebusens oder die Ausbildung des Jadebusens entstanden ist. Und die Gemeinde, in der sie sich befinden, heißt heute so, entstanden daraus, dass das Land außerhalb der Jade, wir haben hier den Jadebusen, durch die Sturmfluten seit dem 13. Jahrhundert immer weiter durch Sturmfluten beeinflusst und dann im 16. Jahrhundert durch die Oldenburger Grafen geeint wurde, durch den Deichbau befestigt wurde. Im Laufe der Jahrhunderte sind die Deichgrafen zu Deichschafen mutiert. Und die wilden, freiheitsliebenden Friesen zu verfassungstreuen Bundesbürgern. Mit Ferienwohnungen und Fahrradwegen. Geblieben aber ist der Respekt vor der Nordsee, dem blanken Hans, der an der Küste zerrt und rüttelt. Und dann alle 6 Stunden so tut, als sei er gar nicht da. Bei Ebbe nämlich, dann hat an Meeresstadt man Watt. So sieht es aus in Eckwader Hörne, wieder so ein schwungvoller, ohne Sorg Ortsname. Und am Eckwader Hörner Wattführerhäuschen erklärt Herr Schulz, was können muss, wer den Wattführerschein erwerben will. Also es ist Kompasskunde, Navigation, Wetterkunde, muss man wissen, natürlich Fauna, Flora. Hauptsächlich beim staatlich geprüften Wattführer, das ist so die Grundvoraussetzung, überhaupt ins Watt zu dürfen mit Gruppen, ist eigentlich die Sicherheit der Menschen, dass man die nicht gefährdet. Bei Gewittern darf man nicht ins Watt laufen. Bei einsetzender Flut muss man halt auch aufpassen, wo man genau langläuft. Ja, das ist so das Allerwichtigste überhaupt. Herrn Schulzens Führungsqualitäten sind besonders bei der jungen Generation sehr gefragt. Ja, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zur heutigen Kinderwattwanderung hier in Eckwader Hörne zu Watt for Kids. Ja, Watt for Kids. Denn Kinder sind immer ein besonders dankbares Publikum für die Wonnen des Wattenmeers. Das hat vermutlich was mit den vielen glitschigen Tieren zu tun. Tote Würmer. Und damit, dass es für Mutige auch ohne Stiefel vonstatten geht. Obwohl das nicht jedem auf Anhieb gefallen will, weil dem Abenteuer doch unbestreitbar etwas zutiefst Unhygienisches anhaftet. Ja, du gewöhnst dich schon noch dran. Und jetzt? Wer aber die Scheu überwindet, will bald auf nichts anderem mehr wandeln als auf diesem herrlichen, satten Matsch. Obwohl Matsch ist ein ganz falsches Wort. Matsch ist ja eigentlich so ein einfacher Boden, der irgendwo hingeschüttet wurde. Watt ist eine Faszination. Wir haben hier 10.000 verschiedene Lebewesen. Insgesamt auf dem Quadratmeter ungefähr 250 verschiedene Arten, wenn man es mal komplett auseinander nimmt, mit dem Mikroskop zum Beispiel. Also hier bewegt sich nachher alles, wenn man unter dem Mikroskop guckt.
würde man wahrscheinlich gar nicht mehr barfuß reingehen wollen. Was Herr Schulz ja auch gar nicht tut. Aber nicht aus Angst vor Raubtieren, sondern weil er nun mal jeden Tag hier arbeitet. Von so einer Kinderstunde haben vor allem die Erwachsenen was. Endlich wird nämlich auch ihnen mal geduldig erklärt, wer hier wohnt, warum und wie das alles zusammenhängt. Das Muscheln, das Wasser säubern und Ringelwürmer den Sand. Und neuerdings, dass Wattenmeer ein UNESCO-Weltnaturerbe ist, was aber für den einzelnen Wurm nicht viel zu bedeuten hat. Seeringelwurm, so heißt der. Oh, hier ist noch einer. Aber den hier, den ich jetzt ausgebuddelt habe, den wollte ich gar nicht ausbuddeln, das ist der Bäumchenröhrenwurm. Weltnaturerbe. Das ist sowas wie ein Oscar für Landschaften. Aber es heißt auch erstmal nur, fein, dass die Welt ein Watt hat. Jetzt passt also schön drauf auf und macht es nicht kaputt. Also keine Brücke reinbauen und so. Sonst wird man schnell wieder enterbt. Herr Schulz jedenfalls freut sich über den Titel. Also es ist auf jeden Fall eine Anerkennung, denke ich mal. Also speziell für Wattwanderungen hier in Eckwalder-Hörne denke ich einmal, dass sich nicht besonders viel verändern wird. Wir werden wahrscheinlich mehr internationales Publikum bekommen, dass vielleicht auch mal Leute jetzt aus Brasilien oder irgendwie China, Japan da jetzt drauf aufmerksam werden, dass es hier ein Wattenmeer gibt. Ansonsten wird sich hier für die Arbeit nicht viel verändern, aber ich denke mal, im Ganzen ist es auf jeden Fall eine super Werbegeschichte, muss man sagen. Und ich denke mal auch, es wird auch die Leute dafür mehr interessieren als bisher. Nationalpark war es ja schon. Aber ich denke mal, dass es jetzt noch mehr publik gemacht wird dadurch. Wir sind jetzt gut Englisch lernen. Ne? Was heißt ein Watt auf Englisch? What? Und schon ist wieder Feierabend. In the Watt und auch on the Watt. Wo Captain Neeson sein Flachbodenschiff souverän zurück in den kleinen Hafen von Fedderwarder Siel steuert. Nicht ohne darauf hinzuweisen, dass das Watt nicht nur schön ist, sondern manchmal auch schaurig sein kann, besonders für die Ortsfremden und die Vorwitzigen. Aber es passieren jedes Jahr immer wieder Unglücke und die Leute laufen im ersten Moment durch die Priele durch, weil kein Wasser da ist. Also nur noch ein Restwasser und laufen immer weiter raus. Und die Priele sind die natürlichen Abläufe des Wattenmeeres. So, und dann gehen sie durch und dann stehen sie erst bis zu den Knien, plötzlich bis zur Hüfte. Dann steht eine unheimlich starke Strömung in den Prielen. Und das hat natürlich zur Folge, dass die Leute Angst kriegen und sagen, komm, wir gucken, ob wir anderswo durchkommen. Und irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, da könnten sie der beste Marathonläufer der Welt sein. Sie schaffen es nicht mehr, gegen die Flut anzurennen. Tückisch ist auch plötzlich aufkommender Seenebel, obwohl der hat auch seine schönen Seiten. Überhaupt wollen wir hier mal nicht so tun, als sei das Watt für den Menschen gefährlich. Das verhält sich nämlich, Naturerbe hin oder her, immer noch eher umgekehrt.